Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich bitte das Team von Meine Landwirtschaft auf die Bühne. Ohne euch wäre das heute hier nicht möglich gewesen. Vielen Dank für eure monatelange Arbeit. Hat Spaß gemacht. Georg, Anwalt Kopfmann. Ja, wir sagen Dankeschön. Wahrscheinlich müssen wir nächstes Jahr vielleicht doch nochmal auf die Straße gehen. Wir hoffen auf euch und kommt gut nach Hause. Hier geht es jetzt noch weiter mit Rock for Nature. Und das haben wir jedes Jahr Rudolf Bühler zu verdanken, der die Band ankündigt und noch kurze Worte an euch richtet. Danke, Rudolf. Ja, liebe Jochen, Bauern und Bäuerinnen, Mitbürgerinnen, wir sind die Zivilgesellschaft und wir sind hier, dass wir unseren zivilen Widerstand leisten. Wir treiben die Politik vor uns her und zum 8. Mal haben wir uns hier versammelt. Und wenn ich dieses Jahr in die Runde geschaut habe, kein einziges Flagge oder Transparent gegen TTIP. Und warum? Wir haben sie besiegt. Jawohl. TTIP war unser großes Thema all die Jahre. Und wir haben Merkel und Co. hinausgezögert. Wir haben sie vor uns getrieben. Und dank Donald Trump now haben wir sie besiegt. We shall overcome, werden wir hören im Anschluss an meine kurze Ansprache. Das heißt, es lohnt sich, Widerstand zu leisten. Und die Schmidts, die Hogans, die Merkels und wie sie alle heißen, vor uns herzutreiben. Dies haben wir gemeinsam erreicht durch unseren zivilen Widerstand. Aber wir lassen nicht nach. Unser Kampf geht weiter. Wir haben es gehört. Glyphosat, Gentechnik sind unsere Themen und wir lassen nicht locker, bis auch diese vom Tisch und vom Acker sind. Wir sind gemeinsam für eine weltweite Agrarwende, für die bäuerliche Landwirtschaft. Und wir kämpfen. Im März letzten Jahres kamen wir zusammen in Schwäbisch Hall mit über 450 Bauernvertretern aus der ganzen Welt. Wir kämpfen für unsere bäuerlichen Rechte. Gegen Landgrabbing, gegen genetisches Grabbing. Wir verteidigen unsere Rechte, Saatgut, Tierzucht, die wir Bauern über viele Generationen und Jahrhunderten entwickelt haben. Unsere Common Assets, unser gemeinsames Eigentum, das Ergebnis unseres solidarischen Wirtschaftens über Jahrhunderte, das verteidigen wir gegen das imperiale Großkapital, gegen Monsanto, gegen Bayer. Wir wollen, dass Tierzucht und Pflanzenzucht in bäuerlicher Hand bleibt. Liebe Bauern und Bäuerinnen, liebe Kolleginnen, wir wehren uns auch gegen das Landgrabbing, gegen das Knowledge Grabbing. Das heißt, unser Erfahrungswissen ist wertvoll, ist wichtig und wir werden nicht zulassen, dass auch das von den Konzernen abgegriffen wird und die ihr Business dann daraus machen. Das intellektuelle Wissen ist weltweit geschützt durch die WIPO, die World Intellectual Property Organization, aber unser
indigenes Wissen. Und wenn ich in den Süden komme, zu unseren Kollegen in Afrika, in Indien, in Asien, dann stelle ich fest, dass das Erfahrungswissen, das Wissen über Pflanzenwirkungen, über gesundheitliche Wirkungen abgegriffen wird, ebenso von den Pharmakonzernen, und die machen dann ihr Business draus. Liebe Freunde, der Kampf geht weiter. Wir werden uns nächstes Jahr wieder treffen am 21. Januar 2019. Bis dahin darf ich Sie aber auch einladen nach Schwäbisch Hall am 2., am 3. Bauerntag zu Lichtmess am 2. Februar. Und am 18. bis 20. Juni haben wir den Europäischen Sojakongress. Bauern aus ganz Europa werden in Schwäbisch Hall erwartet. Wir haben es vorhin gehört, wir brauchen auch die Eiweiß- und Sojawende gegen Tropensoja, gegen imperialistischen US-Gentechnik-Soja, weg von diesen imperialen Machenschaften für regionale Landwirtschaft, für unsere eigene, eigenständige Food Sovereignty in Europa. Liebe Bauern und Bäuerinnen, wir sind die Zivilgesellschaft. Wir treiben die Politik vor uns her. Die Medien haben berichtet die ganze Woche schon, und das ist der Ausschluss dessen, dass wir hier im Schulterschluss Bauern und Bürger zusammenstehen und zusammengekommen sind, um als Symbol unseres zivilen Widerstands singen wir nun gemeinsam mit unserer Band Footprint Project We Shall Overcome. Wir werden siegen, und dafür kommen wir auch nächstes Jahr wieder zusammen. Herzlichen Dank. Bravo.